herzlich willkommen zu Therwil aktuell. Das Thema Flüchtlinge und Asylsuchende ist derzeit fast täglich in den Medien. Oft geht es dort um die Menge von Asylanträgen und um Flüchtlingsrouten. Wir wollen Ihnen das Thema heute aber von einer anderen Seite zeigen. Wir schauen, was das für Menschen sind, die hier in Therwil Asyl suchen. Und wir fragen, was die Gemeinde macht, dass diese Leute ein Dach über dem Kopf haben und vor allem eine sinnvolle Aufgabe in ihrem Alltag. Wie viele Asylbewerber sind denn im Moment in Therwil untergebracht? Im Moment sind es um die 70. 40 davon sind im Wohnheim und die restlichen sind in dezentralen Wohnungen untergebracht. Mein Therwil bietet das Beschäftigungsprogramm an und da können Asylsuchende und solche, die schon einen Entscheid haben, können Gemeinde unterstützen, sei das im Werkhof, im Altersheim, bei der Reinigung vom Dorfplatz und zusätzlich noch bei der Hauswart. Also die schon einen Asylentscheid bekommen haben, bei denen geht es um die Integration. Und das findet statt durch Spruchkurs, damit sie sich verständigen können und Integration in die Arbeitswelt. In erster Linie ist die Gemeinde verantwortlich dafür, den Asylsuchenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und dann sind wir auch dafür da, zu finanzieren, den Lebensunterhalt und die Betreuung von diesen Leuten. Und dann, was Freizeitgestaltung angeht oder Sprachkurs und auch vielleicht Begleitung bei der Integration, da gibt es ganz viele andere Player, die da mitwirken. Sei es die reformierte Kirche, die katholische Kirche, es können auch Leute aus Vereinen sein. Dann melden sich aber auch bei uns einfach Freiwillige, die auch gerne helfen würden. Und wir schauen dann, wo wir die einsetzen können. Zum Beispiel ist jetzt organisiert worden von den sozialen Diensten, dass Sprachkurs auch im Asylheim angeboten werden. Und dort haben wir jetzt zum Beispiel auf so Freiwillige, die sich bei uns gemeldet haben, können zurückgreifen. Die Asylsuchenden, die noch auf Bescheid warten, haben einen sogenannten N-Status. Sie haben noch kein Anrecht auf die offiziellen Integrationsmassnahmen. Damit aber auch sie von Anfang an integriert und begleitet werden können, schafft die Gemeinde eng mit der reformierten Kirchgemeinde zusammen. Sie bietet ein grosses Angebot an Freizeitmöglichkeiten für Asylsuchende an. Asylsuchende können bei uns offene Mittagstisch mitkochen, dann können sie zum Fußballtraining gehen einmal die Woche, dann gibt es Deutschkurse, dann gibt es eine Musikgruppe und ein Gügelcurly, da können sie mitmusizieren und dann gibt es Einzelberatungen, wenn jemand eine Wohnung sucht und der politische Sozialdienst überlastet ist, können wir ein bisschen weiterhelfen und dann gibt es die Kooperation mit FARI, das ist ein Verein hier im Dorf. Es gibt die Offenheit, dass auch andere christliche Kulturen, religiöse Gemeinschaften in die Kirche gehen können. Und dann gibt es noch die ökumenische Wegbegleitung Leimental. Da gibt es gerade einige Deutsch-Tandems, das heißt, Schweizer Männer treffen sich mit Asylsuchenden, um 1:1 Deutsch zu lernen. Also da sind wir natürlich sehr vernetzt mit der Gemeinde, mit dem Sozialdienst der Gemeinde. Die kennen uns, wir kennen sie und sind im Austausch. Die wissen von unserem Angebot und sie geben es dann auch den Flüchtlingen so weiter. Also sie werden eigentlich von den Leuten, die sie dort betreuen und begleiten, hingewiesen auf unsere Angebote. Meine Funktion ist Fußballtrainer im Asylantenheim. Ich spiele praktisch jeden Mittwochnachmittag freiwillig Fußball mit den Asylanten. Ich bin vor ganz, ganz vielen Jahren selber als Flüchtling in die Schweiz gekommen. Und meine Motivation ist, eigentlich etwas zurückzugeben von dem, was ich in der Schweiz erleben durfte. Ich habe viel Gutes erlebt. Die Schweiz war sehr gut zu mir. Und ich glaube, der Alltag ist nicht ganz einfach für die Asylanten. Und jede Form von Abwechslung bringt ein bisschen Farbe in das Leben. Im Fußball reden wir einen Spruch und das ist Fußballspielen. Und weil wir ja meistens am frühen Nachmittag anfangen zu shooten, werde ich ab und zu noch zum Essen eingeladen. Und das ist, finde ich, ein schöner Moment, auch ein bisschen mal aus dem eigenen kulinarischen Blickwinkel rauszukommen und mal etwas Neues zu probieren. Ich biete den Asylsuchenden eigentlich meine Hand, damit sie sich wohlfühlen in der Schweiz. So wie ich mich auch fühlen würde, wenn ich zu ihnen ginge, in ihr Land. Wir gehen sehr praktisch mit ihnen um, zum Beispiel Krämerladen. Ganz konkret nehmen wir Zucker und Mehl und alles, was man so braucht im Haushalt. Oder Geld nehmen wir in die Hand und lernen ihnen, was für Geld wir haben und was kostet und wie sie das sagen sollen in einem Laden. Oder wenn sie auf die Post gehen und einen Brief bringen müssen. Einfach so ganz konkrete, praktische Sachen. Ich gehe jeden Montag so voller Freude und Initiative hierher. Es ist das Schönste für mich, was es gibt. Einfach zu sehen, wie dankbar auch sie sind. Und das gibt natürlich mir auch eine Freude. Also,
Man hat gerne dankbare Leute um sich herum. Deutsch ist zuerst, am Anfang ist schwierig, aber das braucht Zeit zu kennen. Das ist eine ganz andere Sprache und ja, noch braucht Zeit. Ja. Mein Ziel zuerst ist, so Deutsch, gut Deutsch zu können und nachher ich muss eine gute Arbeit finden. Zuerst ich muss lernen. Wenn ich nicht Sprache ist, ich kann nicht alles machen. Ich kann auch keine Arbeit. Leben ohne Familie, und das ist ganz Problem. Und ich vermisse auch meine Familie. Oh, das ist schwierig. I was waiting for the time to lift me up. Oh God, please help me out. And I'll say, hold my hand. Ich bin immer glücklich, wenn ich spreche mit anderen Leuten, Schweizer oder Eritreer oder Afghan. Ja, ich mag sprechen mit anderen Leuten. Ja. Weil ich geht jetzt in Deutschkurs, ich lerne Deutsch und jeden Dienstag ich komme hier helfen. Ja, so. Also Angst vom Fremden finde ich von Natur aus erstmal was Natürliches. Ne? Ich denke, das Gespräch suchen oder mal hier kommen und die Leute kennenlernen. Und ich bin überzeugt davon, habe das auch schon erlebt, es gibt genauso viel Menschen, die Schlechtes tun unter Asylsuchen wie unter Schweizern, Deutschen, Europäern. Ich denke, das ist überall das Gleiche. Aber grundsätzlich sind die Menschen ein Gewinn für die Gesellschaft, wenn sie ihre Fähigkeiten einbringen können. Da bin ich zutiefst überzeugt davon. Ein Angebot sind die neuen Gärten von Hex. Hier bekommen Asylbewerber ein Stück Garten zur Verfügung gestellt, wo sie anbauen können, was sie wollen. Das Land stellt die Gemeinde zur Verfügung, die direkt neben der Kirchgemeinde liegt. Ich begleite die Flüchtlinge, anerkannten Flüchtlinge hier in diesen Gärten, ganz praktisch im Garten. Also ich zeige ihnen, wie man Gemüse pflanzt, wie man Unkraut jätet richtig, wie man richtig kompostiert. Aber auch, wie man Bäume schneidet und auch ja, ganz normal einfach Gespräche führen mit ihnen, da sein für sie, Zeit haben, vielleicht auch mal einen Tee trinken mit ihnen. Das bedeutet für sie auch oft ein Stück Heimat, wo sie ihr Gemüse abpflanzen können und einfach ihren Gedanken auch nachgehen bei der Gartenarbeit. Also es ist sehr wichtig, es wird oft unterschätzt eigentlich, sehr wichtig, das Stück Land, das sie hier dürfen haben. Von meinem Garten ich einpflanzen Gemüse. Und das ist jedes Jahr viel kommt Gemüse und das so viel mit von mir ist zu viel. Und ich teile von meinen Nachbarn, von Bekannten und meinen Kollegen auch. Ich habe 3 Kinder und einen Sohn, das ist auch selbstständig. Und eine Tochter, das bei UBS arbeitet und eine Tochter auch bei Rusch. Jetzt wollen wir noch einen Blick in die Zukunft werfen und schauen, wie die weiteren Pläne der Asylpolitik in Therwil aussehen. Therwil hat dem Kanton immer Hand geboten, wenn es darum gegangen ist, wenn der Kanton Hilfe gebraucht hat. So haben wir öfters mehr Asylsuchende aufgenommen, als wir von der Asylquote her hätten müssen. Also es ist richtig, dass voraussichtlich nach dem derzeitigen Wissensstand der Löhe abgerissen wird, etwa Mitte 2017, man weiss das Datum noch nicht so genau. Derzeit leben rund 40 asylsuchende Einzelpersonen im Löje. Und die müssen dann natürlich noch einmal anders untergebracht werden. Hier kommt uns aber der Kanton aufgrund des bisherigen guten Einvernehmens im Asylbereich entgegen und entlastet uns für eine gewisse Zeit von der Asylquote. Das heisst also, wir müssen nicht alle 40 sofort in unsere Gemeinde neu unterbringen können. Das könnten wir auch nicht. Für einen Teil finden wir vielleicht Platz in der Gemeinde und der andere Teil wird dann vom Kanton auf andere Gemeinden verteilt. Also man muss wissen, bereits heute leben rund 30 Asylsuchende in Wohnungen verteilt im ganzen Dorf. Es sind also nicht alle unseren Asylsuchenden im Löje.
Mittelfristig müssen wir die Asylquote natürlich wieder erfüllen. Das heisst, wir werden wieder rund 100 Plätze für Asylsuchende müssen zur Verfügung stellen. Und darum, um rechtzeitig gerüstet zu sein, ist der Gemeinderat Mitte Januar an einer Sondersitzung zusammengesessen und hat sich eingehend mit dem Thema beschäftigt. Hier im Vordergrund stehen dabei diverse Fragen. Unter anderem stellt sich, wo sollen eher Einzelpersonen oder Familien aufgenommen werden, will man dezentralen oder zentralen Wohnraum anbieten. Und für mich ganz wichtige Fragen sind dann auch, was ist überhaupt politisch umsetzbar, mehrheitsfähig politisch und was ist finanziell tragbar. In Therwil wird also viel gemacht, damit die Asylbewerber nicht nur ein Dach über dem Kopf haben und eine warme Mahlzeit bekommen, sondern in ihrem Alltag auch eine sinnvolle Aufgabe nachgehen können. Das trägt viel dazu bei, dass sie sich besser integrieren können. Sophie von der Gemeindeverwaltung. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.